und willkommen zu einer neuen Folge Roblox Brookhaven. In dieser Folge werde ich von einem Mensch zu einem Roboter. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Kanal, dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos, so wie dieses. Und vergesst nicht, die Glocke zu drücken, damit ihr auch Notifications bekommt, wenn ich uploade. Und viel Spaß mit dem Video! Hallo, Frau Krankenschwester? Hallo, wie kann ich dir helfen? Mein Bein ist, glaube ich, nicht mehr so ganz gut. Also folgendes, ich bin vom Baum gefallen. Was ist denn passiert? Wie gesagt, ich bin vom Baum gefallen und ich habe eigentlich gedacht, ich kann da hochklettern. Der Baum war super, super hoch und dann bin ich halt abgerutscht, bin vom Ast runtergefallen. Der Ast ist auch auf mein Bein noch draufgefallen und jetzt tut alles richtig weh und ich kann nicht mehr richtig laufen. Hm, okay, tut es denn weh? Ja, habe ich doch gerade gesagt, natürlich tut's weh. Sind Sie sicher? Ja, es tut weh. Hier, schauen Sie doch, ist alles voller Blut. Ganz sicher. Ja, es tut weh. Hier, da ist eine Schürfwunde. Und Sie übertreiben nicht. Nein, ich bin einen 50 Meter hohen Baum runtergestürzt. Es ist ein Wunder, dass ich überhaupt noch lebe. Na gut, die Krankenschwester ist am Weg. Okay, endlich. Dankeschön. Oh, okay, weißt du was? Es ging ganz schnell. Eigentlich, bin ich dann gar nicht so unzufrieden. Vielen Dank. Okay, also Frau Krankenschwester, ich habe mein Bein verstaucht, gebrochen, keine Ahnung was. Jedenfalls tut alles echt weh, weil ich vom Baum gefallen bin. Na dann, auf zum Röntgen. Okay, oh Gott, ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Okay, wie lange dauert das? Wie lange bin ich jetzt hier drin? Hallo? Holt mich jemand raus? Ich dachte, wir müssen nur mein Bein röntgen, nicht meinen ganzen Körper. So, 5 Minuten. Darf ich sitzen bleiben so lange? Ja, ja, kein Stress. Ich hol schnell die Ergebnisse. Alles klar. Ha, das sieht gar nicht gut aus. Hier sind überall grüne Pfeile, die auf meine Knochen zeigen. Ist mit meinem Hüftknochen irgendwas kaputt? So, ich habe schlechte Nachrichten. Oh oh. Okay, mein Bein ist gebrochen. Deine Femoren sind gebrochen. Meine was? Meine Ohren? Deine Patella ist zerschmettert. Okay, ich verstehe gar nichts. Ich habe keinen Teller angefasst. Und Tibia und Fibia auch kaputt. Okay, und jetzt bitte einmal für Deutsche und halt für Leute, die das nicht unbedingt verstehen und keine Medizin studiert haben. Deine Beine müssen amputiert werden. Warte, amputiert? Beide? Ja. Yep. Ah, okay. Ich dachte nur, mein rechtes wäre kaputt. Sofort. Gibt es nicht irgendeinen anderen Weg? Ich würde echt gerne meine Beine behalten. Ich finde es nicht so cool, wenn ich nur... Au. Wenn ich nur ohne Beine rumlaufen muss? Also, wie soll ich denn überhaupt rumlaufen? Bin ich dann im Rollstuhl? Naja, wir haben da eine Sache. Oh, was auch immer es ist, es ist garantiert besser, als meine Beine zu amputieren. Aber die wird noch getestet. Okay, trotzdem, gerne probieren Sie es an mir aus. Ich bin gerne Ihr Testobjekt. Es könnte gefährlich sein. Was ist es denn? Roboterbeine. Warte, Roboterbeine? Also, meine müssen trotzdem amputiert werden und ich krieg dann Roboterbeine? Ja, yep. Und kann ich denn normal mit denen laufen? Aha, kann ich andere Sachen? Kann ich Roboter Sachen? Was kann ein Roboter so? Das weiß ich nicht. Sie sind noch nicht getestet. Okay, ich meine, ich nehme jedes bisschen Laufmöglichkeit, was ich kriegen kann, anstatt gar keine Beine. Schätze ich mal, sind Roboterbeine schon besser. Ich hole mal den Arzt. Okay, danke. Roboterbeine klingt eigentlich ganz cool. Es ist ein bisschen nervig, dass es jetzt beide Beine sein müssen, aber ich schätze, da kann man nicht wirklich viel machen. Eigentlich fühlen sie sich noch okay an. Wer hätte gedacht, dass ich hier reinlaufe und dann mit Roboterbeinen wieder rauslaufe? Hallo, Herr Arzt. So, haben Sie Schmerzen? Oh, jetzt fängt das schon wieder an. Ja, ich habe Schmerzen. Meine Beine sind durch. Wirklich? Ja, fragen Sie doch Ihre Arzthelferin. Die hat hier irgendwelche Teller sind kaputt und meine Ohren auch und jedenfalls alles kaputt. Und ich soll meine Beine amputieren lassen und durch Roboterbeine ersetzen. Roboterbeine? Ja, Roboterbeine. Ach, scheinbar ist die Krankenschwesterin hier der einzige Kompetente. So, was haben wir? Cool. Ah, okay, ich dachte, Sie kommen hier rein, um mich zu beraten. Wegen den Roboterbeinen, aber scheinbar, wie dem auch sei. Sagen Sie Bescheid der Krankenschwester, ich nehme die Robobeine und Sie sollen sich beeilen. Ich will auch irgendwann nochmal nach Hause kommen. Naja, ich habe Feierabend. Ich mach das. Warte, er hat Feierabend und er macht jetzt mir eine Bein-OP? Oder er hat Feierabend und er sagt jetzt der Krankenschwester Bescheid? Ich habe es mir anders überlegt. Was denn jetzt? Mein Lieblingsfilm läuft gerade. Okay, ich brauche hier... Wir machen das morgen. Ich brauche hier eine Antwort. Kriege ich jetzt... Tschüss! Kriege ich jetzt Robobeine oder nicht? Hallo? Ach, Krankenschwester, zum Glück sind Sie wieder hier. Der Arzt war nicht wirklich hilfreich. War das gerade Ihr Vater? Was? Nein, das war nicht mein Vater. Das war der Arzt, der hier vorne arbeitet an der Rezeption. Der Arzt ist noch gar nicht hier. Okay, bin ich froh, dass der mir nicht die Robobeine gemacht hat. Alles klar, dann keine Ahnung, wer die Person war, aber mein Vater war es ganz sicher nicht. Komisch. Naja, ich bringe dich jetzt in den OP. Oh, alles klar. War's das schon? So, und wir sind fertig. Ich fühle mich komisch, aber auch nicht so verschieden. Also alles gut. Klingt gut. Okay, das war's, schätze ich mal. Dann kannst du jetzt nach Hause. Okay, super, danke. Oh, das fühlt sich super komisch an. Viel Spaß. Oh mein Gott, irgendwas stimmt hier nicht.
Ah, ich habe überhaupt gar keine Kontrolle über meine Beine. Was ist denn das? Ach, was für ein Tag. Irgendwie fühlen sich meine Beine super merkwürdig an und ich kann kaum laufen. Aber ich hoffe, dass alles einfach nur ein blöder Traum ist oder ich mich dran gewöhnt habe, bis ich aufwache und über Nacht wird alles besser. Und vielleicht ist dann ja mein... Oh nee, meine normalen Beine können gar nicht mehr heilen. Die sind ja amputiert. Na egal, vielleicht gewöhnen sich ja meine Robobeine dran und dann ist wieder alles wie ganz normal. Dann kann ich Jeans drüber ziehen und dann sieht keiner den Unterschied. Warte, meine Hände fühlen sich... Mein Oberkörper. Irgendwas fühlt sich komisch an. Wo ist der Spiegel? Oh mein Gott, mein ganzer Oberkörper ist auch Robo... Was? Oh nein, das ist überhaupt nicht gut. Aber ich kann jetzt besser laufen. Ich glaube, ich habe mich dran gewöhnt. Aber jetzt ist mein ganzer Oberkörper als Roboter. Das ist überhaupt nicht gut. Oh Gott, was sagen die Leute in der Schule? Oh Gott, ich bin aber zu spät. Ich muss sofort in die Schule gehen. Okay, hier runter, runter, runter. Fahrstuhl runter. Und raus. Oh Gott. Warte, hier ist die Küche. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Orientierung. Okay, ganz ruhig, durchatmen. Ja, meine Beine sind roboterig, aber mein Oberkörper auch und ich bin immer noch so super schnell. Okay, so, da wäre ich. Ich muss jetzt so tun, als wäre ich ganz normal, also langsam laufen. Ronja, da bist du ja! Oh, hallo! Na, wie geht's dir? Hey! Autsch! Oh, Entschuldigung, habe ich dich zu fest umarmt? Du zerquetscht mich ja komplett. Oh, tut mir voll leid. Ist alles okay? Was hast du denn da an? Okay, ich schätze mal, dir kann ich sagen. Ich war gestern im Krankenhaus und habe eine Amputation von meinen Beinen gekriegt und dann habe ich Robobeine gekriegt. Was? Und dann bin ich eingeschlafen und über Nacht hat sich mein Oberkörper in einen Roboter-Oberkörper verwandelt und jetzt bin ich quasi... Roboter? Das ist verrückt. Ja, ich mache mir auch echt Sorgen, weil eigentlich sind Roboter ja auch immer böse, machen Sachen kaputt. Ich will das nicht. Ich will auch, dass die Leute denken, ich bin normal und ich will auch nicht böse werden. Was denkst du, soll ich tun? Oh, wie gruselig. Aber weißt du, was ich meine? Das ist immer in den Filmen, werden die Roboter riesengroß und super stark und dann machen die Gebäude kaputt. Gibt es vielleicht noch andere Roboter hier? Vielleicht können sie dir helfen. Ich glaube nicht. Die Krankenhaus-Lady meinte, das ist noch eine super neue... keine Ahnung, Sache mit den Robobeinen. Das haben die noch nicht oft gemacht und das ist wohl echt gefährlich. Vielleicht können wir ja mal ein bisschen recherchieren. Okay, vielleicht nach der Schule. Aber versprich mir, dass du keinem ein Wort sagst, okay? Ich will, dass alle noch denken, ich bin ein normaler Mensch. Ja, wir müssen in den Unterricht. Oh, okay, du hast recht. Anja, da bist du ja. Ja, also, was den Unterricht heute angeht, ich kann leider nicht teilnehmen. Ich bin gestern vom Baum gestürzt und meine Beine sind ganz kaputt und deswegen kein Sportunterricht für mich heute. Was? Du kannst doch gehen. Ja, also geht leider wirklich nicht. Sieht alles normal aus. Nein, tut mir leid, okay, tschüss. Okay, das war super knapp. Ich hoffe, keiner findet raus, was wirklich passiert. Warte mal, wer ist da? Oh mein Gott. Hallo? Du bist Ronja, oder? Wer will das wissen? Warte, meine Hände sind grau. Ich bin auch ein Roboter. Aber, erstmal, woher weißt du, dass ich ein Roboter bin? Keine Angst. Und zweitens, oh mein Gott, kriege ich auch so freaky Haare wie du? Man sieht, dass du ein Roboter bist. Vielleicht ist es auch nur ein Kleidungsstil. Und hey, meine Haare sind cool. Ja, Entschuldigung, deine Haare super cool. Dein Outfit, kann ich nicht mal was gegen sagen, weil es sieht genauso aus wie mein Outfit. Okay, was willst du hier? Ich will dir helfen. Helfen wobei? Helfen, böse zu werden? Helfen, die Macht über die Menschheit zu erlangen? Roboter sind gut. Wo sind Roboter gut? Roboter sind böse. Nein, schau, du kannst schnell laufen und bist stark. Ja, ich habe vorhin meine beste Freundin umarmen wollen. Ich habe sie fast zerquetscht. Du kannst Menschen helfen. Aber wie soll ich denn Menschen helfen? Du musst nur lernen, damit umzugehen. Ich schätze mal. Vielleicht hast du sogar recht. Ich glaube an dich. Okay, unbekannter Robotermann. Das war sogar wirklich helpful. Dankeschön. Wenn du jemals Hilfe brauchst, ruf mich an. Ich habe meine Nummer in dein Handy gespeichert. Oh, okay, super, danke. Dann... Oh mein Gott, der hat sich einfach aufgelöst. Wie? Kann ich das auch? Ha. Eigentlich hat die Schule schon angefangen. Wo ist denn meine beste Freundin? Oh mein Gott, ich glaube, das da hinten ist ihr Auto. Oh Gott, ich renn schnell hin. Doofes Auto. Oh, was ist denn passiert? Ja, mein Auto geht nicht an. Okay, weißt du was? Ich kann es anschieben. Ich schiebe dich zur Schule, okay? Oh mein Gott, ja, bitte. Okay, klar. Dann eins, zwei und... Okay, bewegt sich's? Okay, okay. Aber weißt du was? Ich glaube, es geht schnell, wenn ich einfach Anlauf hole und dich anschubse. Warte kurz. Okay, und los! Oh mein Gott, das funktioniert richtig gut! Okay, zum Glück hat es noch geklappt. Wow, wie cool war das denn?
Okay, wir müssen schnell in den Unterricht. Ja, los. Weißt du was? Ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, ein Roboter zu sein. Ich hatte heute auch Besuch von einem anderen Roboter und der meinte, ich kann meine Fähigkeiten nutzen, um Leuten zu helfen. Und seitdem ich so denke, ist alles viel besser. Oh mein Gott, ich will mehr hören über deine Kräfte. Okay, also ich bin super schnell, super stark. Der andere Roboter konnte sich von der Stelle wegteleportieren. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Aber super faszinierend. Wie cool. Ja, vielleicht kann ich das auch noch lernen. Er hat mir seine Nummer auch in mein Handy gespeichert, ohne dass ich mein Handy rausholen musste. Vielleicht kann ich das auch bald. Wir müssen das alles ausprobieren. Ja, ich freue mich hauptsächlich, dass ich jetzt Leuten helfen kann. Und vielleicht muss ich ein bisschen an meinen Make-up-Skills arbeiten, damit ich meine neue Hautfarbe verdecke. Aber ansonsten ist es richtig cool. Roboter sein ist wohl doch cooler als gedacht. Yeah! So, das war's mit diesem Roblox-Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und schreibt einen Kommentar, was euch gefallen hat. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Kanal, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!